Echte Seesoldaten. Echte Seesoldaten geht in den Keller. Ja, Keller. Oh, der Keller. Das ist echt... Jedes Mal, wenn ich hier durch die Welt ziehe... Oder durch die Welt gehe, die ganze Zeit... Kriege ich echt... Ich kriege echt einen halben Orgasmus von diesem... Hammermäßigen Anblick. Und das ist ein Online-Spiel. Das ist ein MMO mit so einer Grafik. Da muss man nicht weiter... Da muss man eigentlich nicht mehr zu sagen. Das ist... Das reicht eigentlich, ein MMO mit der Grafik. Keller öffnen. Ab in den Keller. Jetzt bin ich ein Kellerkind. Hurra, hurra. Das Kellerkind ist da. Wow. Boah. Erschreckt mich doch nicht so. Den Acht sei Dank. Schnell, bindet uns los. Hauptmann Tendil von den ersten Auridon-Seesoldaten. Wir wurden auf Geheiß ihrer königlichen Majestät Eiren hierher geschickt. Wir sind in eine Falle gelaufen. Agenten des Schleiererbes haben unsere Uniformen und unsere Ausrüstung gestohlen und uns dann hier den Flammen überlassen. Nicht sehr erfolgreich. Diese Betrüger brennen die Stadt nieder. Wo sind eure Waffen? Wir haben ein Versteck auf dem Bauernhof in der Nähe des Stadtrands. Bringt sie uns zurück. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass jeder einzelne dieser Betrüger stirbt und dabei um Gnade winselt. Wir sind im Geschäft. Danke, ich binde den Rest los. Beschafft ihr uns diese Ausrüstung? Nein, dafür habe ich meinen Lakaien. Was haben wir denn hier? Dünne Bataillons. Inemine Bataillon. Kolonono, wononon. Ich glaube nicht, dass hier irgendwie was Tolles drin ist in solchen Kisten, oder? Och du. Okay. Die Umgebung hammermächtig grafisch dargestellt. Aber für runde Äpfel hat es dann doch nicht gereicht. Zeig mir einen Apfel, der so eckig aussieht. Oder so flach, weißt du, so. Besorgt die Rüstung, besorgt die Waffen, besorgt die Vorräte. Wo muss ich hin? Oh, das ist nicht sehr weit weg. Oh mein Gott. Tote, wie man überall hinschaut. Tot. Tote, tote Menschen. Vorräte der Seesoldaten. Also bislang ist diese Quest nicht so schwer. Sprech mit dem. Ah, ich laufe hin und her. Dazu. So, ich warte jetzt erstmal, bis mein Mana wieder ein bisschen aufgeladen ist. Komm, 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 komm. Yes. Also diese Kombination finde ich an sich gar nicht mal so schlecht, auch wenn ich dann hinterher wieder abhauen kann. Alleine, wenn man ihn dadurch kurzzeitig niederschlägt und dann nochmal neu anstürmen kann. Ob das wirklich was bringt, sei da hingestellt. Danke für eure Hilfe, Jungs. Und er ist schon wieder gestorben. Er stirbt in einer Folge 4-5 Mal. Was für ein Versager. Bams.
und eine Lederrobe, okay. Cool. Ja gut, da der erst um den Zaum rumtippeln muss, werde ich mir erstmal diese Kiste hier schnappen. Meine Güte, nur weil zwei Stück drin waren. So. Okay, das mit den Zweien, das war doch etwas komplexer, als ich dachte. Da war keine Hilfe vonnöten. So, ja, alle kommen zu deren Rettung. Du hast mehr Vorräte, als du jemals fressen kannst. Fressen wir es können. Hatten wir Glück? Ja, ich habe auch wieder durch ein Wunder überlebt. Respawn und so, weißt du, das ist, solltest du dir auszulegen. Ist ein sehr geiles Zeug. Wir legen unsere Ausrüstung an und versorgen unsere Wunden. Findet in der Zwischenzeit heraus, wer hinter dieser Verschwörung steckt. Ich werde einen meiner besten Männer mit euch schicken, um einige Zungen zu lösen. Mögen die Sterne eure Schritte lenken. Danke. Abgeschlossen. Echte Seesoldaten. Und seid gegrüßt. Instabiler Begleiter, was? Was zum Teufel muss ich denn jetzt machen? Im Namen der Königin, okay. Aber lange verloren ist. Verlass ein hochrangiges Mädchen der Marke, blablabla, nein. Jetzt habe ich so einen Begleiter. Ich soll herausfinden, wer dahinter steckt, aber ein Verrückter am Strand, den hatten wir. Eine Offizierin des Bündnisses und ihr Mann haben versucht, so, der Khajiit, nein. Dann habe ich ansonsten nur noch im Namen der Königin. Und das andere Muckelchen hier. Bis zum Teufel. Hab noch einmal Dank. Bald können wir. Ja, natürlich können wir die Stadt bald verlassen, aber. Gesicht. Ja. Ich habe jetzt so ein Tübbi hier. Ist das jetzt einfach nur stumpfen Begleiter oder was auf Dauer? Ah. Den Acht sei Dank, dass ich euch gefunden habe. Teldur hat uns verraten. Euch verraten, was ist geschehen? Teldur hat Stiftsvogt Valarno für ein Gespräch nach draußen gebeten. Als sie nicht zurückkamen, bin ich sie suchen gegangen. Ich habe einen Blick auf sie erhascht, wie sie in Richtung Herrenhaus gingen. Teldur bedrohte meinen Vater mit einem Messer. Wo ist das Herrenhaus? Unser Zuhause, die Residenz des Stiftsvogts. Teldurs Unterkunft ist auch dort. Bitte, ihr müsst dorthin schnell. Ich fürchte um das Leben meines Vaters. Für dich tue ich doch alles. Teldur muss sich für seine Verbrechen verantworten. Ja, tschüssi. Laufe ich jetzt gerade in die richtige Richtung? Ach nee. Okay, also dann scheinbar nach dahin. Südosten ist das, ne? Ja, Süd-Südost, sowas. Kann ich auch. Voll toll. Ah, nee. Da muss nichts bringen, kann man diese auch großzügig umgehen. Schatzkarte. Errungenschaft freigeschaltet. Wertvoll. Okay. Awesome.
Das ist die pure Awesomeness. Aber was mich jetzt interessiert, ist die Schatzkarte. So sehen Schatzkarten aus. Aber ich habe das Gefühl, nur so ein Gefühl. Die Zeichnung ist recht detailgetreu, aber wenn ich danach suchen würde, ich würde mich dumm und dämlich suchen. Muss ich irgendwo sagen. Oder Moment. Durchschnittlich, da habe ich nicht genügend. Also das mit dem Anstürmen ist ein bisschen knifflig. Man stürmt genau auf ihn drauf. Okay, wenn... Muss ich mir das Ganze mal von oben angucken. Vielleicht ist es das Ganze doch... Von dem Geräusch musste ich rein theopraktisch pinkeln. Oh. Da, Tylindos Ende findet einen Weg ins Herrenhaus. Oh, die sind scheinbar in der Gruppe, Ja, durchsuchen wir das ganze Herrenhausschlüssel. Es ist pure Gemetzel hier drin. Dann wollen wir doch mal losmetzeln. Also ich merke schon, ist zwar recht, was machst du da mit dem Schwert? Lass das! Also es geht doch. Was hat mein Schwert eigentlich für eine, Okay. Teldur. Stiftsvogt. Hat uns verraten. Uns alle verraten. Elenwin hat gesagt, ihr wärt der Verräter. Ich habe Beweise gefunden. Stiftvogt Valano gehört zum Schleiererbe. Ich wollte es nicht glauben. Ich habe ihn zur Rede gestellt. Er wollte fliehen. Ich habe ihn gefangen und ihn hergebracht. Seine Männer haben schon gewartet. Dann muss ich Hilfe holen. Nein, für mich ist es zu spät. Ihr müsst gehen. Haltet Valano auf, ehe er entkommt. Teldur? Nein! Du warst zwar ein Arschloch, aber nein! Okay, aber was muss ich jetzt machen genau? Halte Valano auf. Okay, also muss ich scheinbar nach oben. Könnte ich mir so vorstellen. Okay, das ist schwarz gewesen. Nur weil es schwarz war, bist du da nicht reingegangen? Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Ich muss zu meinem Trupp zurückkehren. Lebt wohl. Oh, oh, geil. So eine Art Bossgegner hat auf einmal zwei Gold dabei und nicht eins. Boah. Danke, Bethesda, für deine Großzügigkeit.
Seilen. Super Bethesda. Boah. Ich bin erschrocken. Kannst mich doch nicht einfach so. Hi. Ja, hahaha. Seid gegrüßt. Na, schöner? Eure tapfere Rettung der ersten Auridon-Seesoldaten kam gerade rechtzeitig. Sie haben die letzten Betrüger verjagt. Gibt es Neuigkeiten von dem Verräter Teldur? Wurde Stiftsvogt Valano verletzt? Es tut mir leid, aber Teldur ist tot. Er war kein Verräter. Es war die ganze Zeit Stiftsvogt Valano. Mein Vater war ein Verräter an der Krone. Er hat einen Angriff auf seine eigenen Leute inszeniert? Warum? Warum würdet ihr so etwas tun, Vater? Tja, ich weiß es nicht. Vater, warum? Und was wirst du jetzt tun? Wir werden hier alles wieder aufbauen. Wenn ihr die Königin das nächste Mal seht, dann sagt ihr, dass ich das Amt des Stiftvogts übernehmen werde. Zumindest fürs Erste. Nur so lange, bis wir die Dinge wieder gerichtet haben. Ich werde nicht zulassen, dass die Grausamkeit meines Vaters als Makel an unserer Stadt haften bleibt. Ja, kann ich verstehen. Leb wohl. Trefft euch mit König. Betretet die Ruinen. Wo sind... Okidoki. Auridon, aber wo sind die? Trefft euch mit Königin Arjen, betretet die Truhe. Och, das ist ja beides ganz in der Nähe. Was sollen wir denn machen? Valas, ein hochrangiges Mitglied der Magier-Guild, will, dass ich ihren Auftrag für sie erledige. Ich muss sie in einer Ruine finden, von der Valas behauptet, sie würde uraltes Wissen verwahren. Aufgabe, betretet die Ruine. Ich glaube, damit fangen wir erstmal an. Dann machen wir danach die, nicht wirklich eine Hauptquest, aber, oder ist das wirklich so eine Art Hauptquest? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, wohl eher nicht. Wohl eher nicht. Aber, ist doch schon ein Unterschied. Vor allem, wie sich die... Was ich auch sehr geil finde, ist... Wie sich die Umgebung... zu verändern scheint mit dem eigenen Quest-Fortschritt. So, dann sind hier auf einmal irgendwo keine Gegner mehr, nichts brennt mehr, sondern es wird einfach wieder aufgebaut. Und für die anderen Spieler, die noch nicht so weit sind, sag ich mal, brennt's hier noch alles, alles ist noch tutti-mäßig in Gefahr. Wie sich das anpasst. Ich bin eine Wache. Das schön. Ja, toll, hey, hey. Das finde ich super. Dadurch merkst du auch wirklich deinen eigenen Fortschritt im Spiel selbst. So. Bei Star Wars hingegen, du kannst eine Stadt befreien und da sind immer noch die ganze Zeit irgendwelche Gegner drin. Jetzt mal ganz stumpfsinnig gesagt, du merkst deinen eigenen Fortschritt nicht an der Veränderung der Welt. Sag ich mal. Und, ja. Das ist auch noch ein Unterschied, den ich grandios finde. So. Muss ich gestehen. Wie seht ihr das? Was haltet ihr davon? So von dieser Art und Weise. Und wie hat euch dieses Spiel bis dato... So, jetzt rein vom zuschauerlichen Aspekt her. Geil. Wie zum... Wie zum Teufel kann ich das... Wenn ich wüsste, wie ich das Interface ausblende. Das wäre ein hammermäßig geiles Bild. Ich werde mal schauen, ob ich in der Steuerung irgendwas dazu finde. Es tut mir leid, aber... Das ist jetzt einfach der Hammer.
Chatten, Flüstern, Benutzeroberfläche verbergen. Okay. Machen wir es mal damit. Mal gucken. Ah. Awesome. Sau gut, ich weiß, was ich als nächstes für meine Thumbnails verwendet habe. Hammergeil. Ohne Witz. Nur ich frag mich, gibt's jetzt letzten Endes hier auch sowas wie eine Main-Quest-Reihe? So ähnlich, so eine persönliche Geschichte. Letzten Endes wurde doch irgendwo jedem seine Seele gestohlen, weißt du? Und jeder sucht letzten Endes nach dem Gleichen. Meine Massenstory. Nee, gegen zwei Stück kann ich es nicht aufnehmen. Ich meine, so eine Massenstory kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Wenn es letzten Endes bei jedem so ist. Okay. Betrete die Ruinen. Ich betrete die Ruinen. Zum Angeln benötigt ihr einen angemessenen Köder an einem passenden Ort. Eure Chance, einen raren Fisch an Land zu ziehen, erhöht sich, je mehr Leute am selben Ort fischen. Allerdings wird der Fischergrund auch so schnell leer gefischt. Okay. Reduzieren sich damit dann nicht theoretisch eigentlich die Chancen? So, ich frag jetzt einfach nur mal ganz stumpfsinnig. Durchsuchen, Sack. Schweinefleisch. Schweinefleisch im Sack. Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit... einen Sack. Ich packe meinen Sack und nehme mit... Schweinefleisch.